Protokolle rauszunehmen, wo hohe Beamte einmal am 8. Oktober 80 und dann wieder am 14. Oktober 80 den Stand der Angelegenheit und wie sie die Sache sehen und was sie jetzt neu planen, besprochen haben. Und ab 14. Oktober kann man genau nachvollziehen, ein ganz kurzes Protokoll. Es hält ein hoher Beamter vom LKA ein Referat und ab dem Zeitraum wird nur noch die Einzeltäterthese vertreten. Während Sie vorher gesagt haben, das Protokoll ist viel länger und mit einzelnen Details und so weiter, während Sie vorher gesagt haben, ja, es gibt da die Gruppe HEP, die ist im Libanon, die hat auf jeden Fall damit zu tun, weil die sich ein spektakuläres Alibi da verschaffen wollte. Dann gibt es den Zeugen Lauterjung und andere, die weitere Personen gesehen haben, die mit Köhler gestritten haben und, und. Ein sehr detailliertes Protokoll, alle sind sich einig, es muss Mittäter und mehrere geben, unter anderem aus der Gruppe HEP, von der wir heute wissen, dass HEP V-Mann war, der geführt worden ist vom Verfassungsschutz und LKA in Baden-Württemberg und der gleichzeitig auch für die Stasi gearbeitet hat. Das kann man nachher, wenn Sie noch Fragen dazu haben, noch ausführen. Der wird aber aus der Schusslinie genommen, vermutlich deswegen, weil derjenige, der das Referat hält, und das ist leider geschwärzt, das würde ich gern im Original sehen, der sagt offensichtlich, das ist einer von uns, wollen wir mal vergessen, sozusagen. Anders ist das nicht zu erklären, diese Geschichte. Okay, von dieser Qualität sind diverse andere Spuren. Von den 887 Spuren kann man sagen, 300 bis 400 sind zu Recht aussortiert worden, braucht man nicht. Aber andere sind sehr, sehr wichtig, insbesondere auch noch diese Spur Lemke. Kennen Sie den Namen wahrscheinlich, wenn Sie sich ein bisschen damit befasst haben. Förster im niedersächsischen Nähe Uelzen mit riesigen Waffenlagern, die in der Größenordnung von 125 Fußballfeldern seitenweise, das würde meine gesamte Redezeit in Anspruch nehmen, wenn ich die ganzen Waffen, die er hatte, Munition und so weiter, vorlesen würde. Er soll es aber alleine gemacht haben aus Angst vor einem russischen Angriff und auch keine Mittäter gehabt haben. Er wurde dann ja vorläufig festgenommen, wollte auspacken und ist dann am Abend vor dem Auspacken gegenüber der Bundesanwaltschaft, das wäre ein Montagmorgen gewesen, erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden. Angeblich soll er das selber gewesen sein und soll es auch einen Abschiedsbrief geben. Diese Spur 253 ist dermaßen interessant und differenziert, aber das meiste ist leider auch bisher geschwärzt. Aber da fallen viele Sachen auf. Meiner Meinung nach ist auch dieser Lemke ein V-Mann, der zusammengearbeitet hat mit HEP und die sich sozusagen gegenseitig auch mit Waffen ausgestattet haben. Dass die beiden Kontakt hatten, steht fest, weil es gibt einen Journalisten, der die Gefangenenbücher einsehen konnte und HEP und Lemke war mal in Beugehaft, haben zur gleichen Zeit in Haft gesessen und einen Briefwechsel gehabt. Und diese Gefangenenbücher gibt es noch, also die haben direkt miteinander zu tun. Bei dieser Spur fällt auf, dass sofort, als diese Waffen gefunden werden, das Waffenräumkommando der Bundeswehr kommt, obwohl es eigentlich ein aus privatem Interesse und mit Ängstlichkeit von einem sowjetischen Angriff handelnden Oberförster